auf Erfurt diese Etappe zu gewinnen. Er startet im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Doch diesmal gibt es einen anderen Etappensieger hier bei uns in Erfurt. Und Sieger der Etappe wird die Startnummer 8 aus dem Team. Ganz viel noch Oskar Kavaknis, der somit seinen zweiten Etappensieg feiern kann auf der Friedensfahrt. Alle Fahrer haben sich einen riesigen Applaus verdient, meine Damen und Herren. Heute im Etappenziel in Erfurt. Mannschaft, Herr Kettin, der Tore, und natürlich Königin, ein anderer Ausführer, der Königin, 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 der König